Und da sind wir auch schon wieder jetzt beim zweiten Teil von Wie entstehen die Untertitel? Ja, jetzt werden wir noch ein paar Spielereien machen, denke ich mal. Karaoke haben wir uns ja schon angeschaut. Das ist ja nicht so ein Unterschied zum normalen Time. Lediglich im Karaoke-Modus schalten, dann kann man die einzelnen Wörter halt timen. Was dann noch zu erledigen ist, ist die richtige Karaoke-Animation einzustellen. Denn normalerweise hier haben wir KF. Danach ist die Anzahl wie lange halt. Oder ab wann der Untertitel halt, das Wort zu sehen ist, gefüllt wird. Oder bis wann war es, glaube ich, bis wann, ja. Auf jeden Fall normalerweise steht da nur K für Karaoke drin, aber dann wird jedes Wort gleich komplett gefüllt zu der entsprechenden Zeit. Und wir wollen ja, dass es sich langsam auffüllt. Und diese Animation ist dann halt das KF. Man kann auch noch selber einige erstellen, wenn man es denn kann. Ich kann es nicht. Und deshalb müssen wir mit dem Standard KF leben. Oh, das ist ja ganz in Ordnung. So, Spielereien, welche machen wir denn? Ich habe. Wir machen mal extra eine neue Zeile, denke ich mal. Können wir dann eine mal einfügen. Machen wir mal. Was habe ich jetzt gemacht? Oder kopieren wir die einfach mal. Zack. Zack. Dreie. Und wir machen einfach mal das hier. Ich will das jetzt nicht extra alles neu hinschreiben. Weil dann müsste ich sicherlich erstmal wieder ein bisschen kurz probieren. Deshalb bin ich so faul und mache das so. Zack. Die Nummer 1. Die zweite Zeile. Und die dritte Zeile. Tja, sieht man nichts, ha? Was haben wir hier gemacht? Ganz einfach, wenn wir jetzt mal eine andere Farbe auswählen. Seht ihr es schon? Ja, jetzt haben wir nämlich drei verschiedene Farben bei diesem Satz. Wir können auch nur zwei machen oder wir könnten sieben machen. Ich hatte überlegt, ob man das vielleicht mit Rainbow Dash machen könnte, dass die wirklich auch eine Regenbogenschrift bekommt. Aber das wäre einfach ein zu großer Aufwand. Weil man müsste ja dann jedes Mal für jede Farbe eine Zeile einfügen für jeden Satz. Und wenn Rainbow Dash dann wirklich mal viel in einer Episode zu sprechen hat und dann jedes Mal sieben Zeilen oder so für die ganzen Farben nochmal zu machen, das wird dann einfach viel zu viel Arbeit. Deshalb mache ich das nur, wenn mehrere Ponys gleichzeitig gehen und es sich vom Platz so besser aufteilen lässt. Weil, wenn so ein langer Satz von drei Ponys gesagt wird, sieht es einfach blöd aus, wenn dann dreimal der gleiche Satz in verschiedenen Farben auf dem Bildschirm verteilt stehen, weil der Satz ist doch recht lang. Wenn es nur was Kleines wie Hallo ist, kann man das von mir aus ruhig machen. Ja, aber wie gesagt, der Satz ist mir zu lang, als dass ich den dreimal anzeigen lassen will. Deshalb benutzen wir dieses iClip. Damit gehen wir einen Bereich an, in dem. Ach, wie rum war das? Es gibt Clip und es gibt iClip. Eines sagt, in diesem Bereich ist alles zu sehen. Und alles, was außerhalb von diesem Bereich liegt, wird nicht angezeigt. Und ein anderes sagt, und dieses Clip, oh, ja, die andere Version hat, ich weiß jetzt nicht, iClip oder Clip, sagt dann halt, in diesem Bereich ist nichts zu sehen, aber alles andere wird angezeigt. Ich glaube, wir können hier auch irgendwo umschalten. Unter dem ins Rechteck beschneiden, okay. Und welche ist das? Das ist Applejack, wird uns hier angezeigt. Also Spike ist klar, das sehen wir hier. Okay, das ist dann ausschneiden, würde ich sagen. Also, hier haben wir jetzt Clip.
Also Clip ist das Ausschneiden. Hier oben sind wir der Rainbow Dash Teil ausgeschnitten. Und der Applejack Teil ist ausgeschnitten und Clip heißt dann, in diesem Bereich wird es angezeigt. Jetzt haben wir hier Rainbow Dash. Und hier der AJ Teil, der passt irgendwie nicht. Weil das Bike ja drüber liegt, wird der über den Applejack Teil angezeigt. Gut, ja. Also mit diesem iClip können wir das einfach so machen. Wir brauchen halt drei Zeilen, um sowas anzeigen zu lassen. Denn man kann höchstens, wenn wir hier mal reinschauen, wir haben nur die Primärfarbe, dann Sekundärfarbe, die sehen wir bei Liedern. Das ist die Farbe, bevor halt die Wörter ausgefüllt werden. Dann haben wir natürlich noch eine Umrandung und einen Schatten. Also wir können hier nicht sagen, der untere Teil soll diese Farbe haben, der obere diese. Das geht leider nicht, das muss man halt dann so regeln. Mit diesem Befehl. Ja, was könnte man noch machen? Man kann Text rotieren lassen. So, ja. Verschieben wir ihn erstmal in der Mitte mit. So. Und jetzt können wir hier einen Text rotieren lassen, wenn wir das wollen. War halt nur bis maximal 360 Grad. Ja, wenn wir jetzt aber für eine Animation, so wie auch bei der neuesten Folge, was haben wollen. Also neueste Folge, ja, ich sag jetzt nicht, welche es ist. Wer weiß, wann ihr das guckt und dann wäre es vielleicht ein Spoiler. Falls auch Animationen für euch zu spoilern. Na, auf jeden Fall können wir so nur eine Umdrehung machen. Wenn wir jetzt aber für eine Animation 2 oder mehr Umdrehungen machen wollen, müssen wir das extra nochmal reinschreiben, dass wir dann halt sagen, 720 Grad soll es sich drehen oder so. Und damit es auch wirklich eine Animation wird, weil bis jetzt steht der Text einfach nur dann so schräg da, müssten wir die Drehung, also in diesem Fall FR für die Drehung und Z für die Achse, dieses Backslash FRZ müssen wir in Klammern setzen. Und vor dieser Klammer kommt jetzt ein neuer Befehl, und zwar Backslash T. Dieses Backslash T heißt, dass das, was in der Klammer dahinter steht, eine Animation ist. Das kann jetzt von einem Positionswechsel sein, bis zu, dass der Text größer wird, oder halt auch eine Rotation. Ja, mal gucken, ob wir das im Video dann einigermaßen gut angezeigt bekommen, wenn ich es jetzt starte. Okay, es klappt nicht. Dann schauen wir doch einfach mal in einer anderen Folge nach, wie denn die Rotation war. Weil irgendwie hat sich hier gerade Blödsinn. Starten wir so einfach. So, die Rotation. Müsste doch eigentlich so gewesen sein. Oder etwa, weil der noch ein Komma gemacht hat. Also machen wir einfach nur FRZ. Gehen wir ein 200. Ne, 720 wollte ich. So. Jetzt sieht man schon, das hat sich jetzt gerade gedreht. Weil am Anfang der Zeile ist es ja noch gerade. Wenn wir es jetzt mal starten. Passiert wieder nichts. Wieso? Weil er das T weggemacht hat, ist es keine Animation mehr. Oh. Backslash T. Klammer auf. Klammer zu. Ich glaube, ich sollte das hier nicht, wie entstehen die Untertitel, sondern eher Let's Fail nennen. Jetzt scheint es doch zu klappen. Wir ziehen hier mal größer. Einfach damit der Rechner nicht so viel zu tun hat, dass er einen Text so schnell drehen muss. Dann schauen wir mal. Jups, dreht sich. Ja, so kriegen wir zum Beispiel eine Drehung hin. Dann gibt es noch, ach, was gibt es noch? Den Befehl Move, womit wir den bewegen können. Oder ich kann ja auch mal ausprobieren, ob es mit
Post geht, also Position. Indem wir hier wieder Backslash T machen. Und dann sagen die so auf diese Position gehen. Klappt das denn so? Nein, jetzt steht es einfach nur da. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie der Backslash Move-Befehl genau geht, könnten wir den machen. Ich glaube, man muss Startposition angeben und dann, wohin er soll. Ja, das scheint zu klappen. Also die ersten beiden X und Y Startposition, die letzten beiden X und Y Endposition. Und dann schauen wir mal. Ja, so kriegen wir eine Bewegung hin. Allerdings nur eine mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Wenn der Text sich erst langsam bewegen soll und dann schneller, müssten wir entweder zwei Zeilen benutzen, mit dem eben Move halt zur Position von der zweiten Zeile gehen, wo es anfängt, und von dort aus dann zum nächsten Bereich halt. Oder es gibt dann noch einen, ach, wie nennen sie den, komplizierteren Move-Befehl einfach, bei dem man auch noch Zeiten mit angibt. Also man sagt x200, y400 zur Zeit 400 Millisekunden. Und dann gibt man noch den nächsten Befehl an und dann geht er halt bis den 400 Millisekunden zu dem Bereich. Und dann arbeitet er halt das nächste ab. Und um das dann genau hinzukriegen, muss man halt ein bisschen rumprobieren. Es ist halt nichts Schweres, nur versuchen. Ja, haben wir dann sonst noch irgendetwas? Das ist eigentlich so das, was wir mal hier benutzen. Ansonsten gibt es noch Fade, wodurch es einfach der Text sich ausblenden, also über die Zeit ausblenden lässt, dass er langsam durchsichtig wird, oder halt, dass er erst langsam erscheint. Also damit habe ich jetzt noch nicht so viel rumprobiert. Naja. Na gut, dann war's das, denke ich schon. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video wieder. Oder wir hören uns bei einem anderen Video wieder. Wie ist dann? Falsche Taste. Bis dann.